Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über Philodendron-Pflege. Beispiele für Philodendron-Pflanzen sind zum Beispiel die Philodendron Brasil, Philodendron Scandens. Also es gibt wirklich sehr viele Philodendron-Sorten und Arten und sie lassen sich alle relativ gleich pflegen. Deshalb mache ich ein Pflegetipps-Videos für alle Philodendron-Pflanzen, da es da jetzt keine großen Unterschiede gibt. Vorweg kann man schon mal sagen, dass Philodendron-Pflanzen relativ pflegeleicht sind und keine hohen Ansprüche haben. Deswegen sind Philodendron-Pflanzen auch wirklich super Pflanzen für Anfänger und Einsteiger. Und ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand, der Pflanzenliebhaber ist, keine Philodendrons mag. Weil sie zum einen super schön aussehen, man kann sie super schnell vermehren und wie gesagt, sie brauchen nicht viel Aufmerksamkeit bzw. sie haben einfach keine hohen Ansprüche. Philodendron-Pflanzen mögen gerne helles, indirektes Licht. Sie geben sich aber auch mit mittleren Lichtverhältnissen zufrieden, dann wachsen sie nicht so schnell. Und man kann das auch ganz gut erkennen, wenn die Blätter kleiner werden, dass sie zu wenig Licht haben. Ich habe da auch ein Beispiel. Also das hier ist eine Philodendron Xanadu. Und bei diesen Blättern hier sieht man jetzt, dass die im Winter nicht genug Licht bekommen haben. Sie haben trotzdem Blätter produziert, aber sie sind wirklich winzig geworden. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Aber hier kommt zum Beispiel jetzt ein neues Blatt und ich bin sehr gespannt, wie groß das jetzt wird. Deswegen, das hat jetzt nämlich ein bisschen mehr Licht hoffentlich bekommen. Genau, stellt diese Pflanzen am besten in helles, indirektes Licht, kein direktes Sonnenlicht, weil dann können die Blätter verbrennen und dann werden die so richtig crispy und braun und das sieht nicht so schön aus. Aber es ist wie gesagt auch vollkommen in Ordnung, sie ein bisschen vom Fenster wegzustellen. Und wenn ihr merkt, dass die Blätter kleiner werden und euch das stört, dann könnt ihr sie ja immer noch wieder weiter ans Fenster stellen und dann werden die Blätter auch wieder größer werden. Kommen wir nun zum Gießen. Philodendron-Pflanzen finden es gut, wenn man zwischen dem Gießen die Erde relativ austrocknen lässt. Sie muss jetzt nicht komplett trocken sein. Ihr könnt die obersten paar Schichten auf jeden Fall austrocknen lassen. Und ich persönlich lasse sie relativ doll austrocknen, weil ich immer Angst habe, dass ich sie übergieße. Deswegen lasse ich sie lieber ein bisschen trockener, bevor ich zu viel gieße. Aber selbst das verzeihen die meisten Philodendron-Pflanzen ganz okay. Also besser als... Oh Gott. Sprachen lernen, Bubble. Besser auf jeden Fall als andere Pflanzen. Aber versucht die Erde zwischen eurem Gießen austrocknen zu lassen und dann könnt ihr mit eurem Finger die ersten paar Schichten testen und wenn die trocken sind, dann könnt ihr wieder neu gießen. Oder ihr kauft euch einen Gießanzeiger, den ich auch schon in meinen anderen Videos gezeigt habe. Ich verlinke euch den nochmal in der Infobox und mit dem kann man das natürlich auch super testen. Vor allem bei größeren Töpfen ist es viel, viel schwieriger herauszufinden, ob die Erde jetzt unten trocken ist oder ob sie noch ziemlich feucht ist. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall so Gießanzeiger empfehlen, um eure Pflanzen vor allem über Bewässerungstod zu schützen. Genau. Kommen wir nun zum Düngen. Ich persönlich dünge meine Pflanzen ungefähr von Frühling bis Herbst. Ich habe aber auch zum Beispiel hatten meine Pflanzen dieses Jahr nicht wirklich oder viele Pflanzen keine richtige Winterruhe irgendwie. Und dann dünge ich sie auch ganz, ganz leicht im Winter, aber auch wirklich nicht oft. Nur wenn ich sehe, dass sie irgendwie Energie zum Wachsen brauchen, dann dünge ich sie auch. Sonst dünge ich so ungefähr alle 3 bis 4 Wochen. Ich benutze einen organischen Dünger von Blattwerk. So sieht er aus. Ich verlinke euch den auch unten in der Infobox. Und ich finde den super. Also... Vor allem das Gute bei organischen Düngern ist natürlich, dass es frei von chemischen Substanzen ist. Es ist besser für die Umwelt und die Gefahr, dass man die
Wurzeln beschädigt, wenn man zu viel düngt, ist auch geringer. Das heißt, wenn man zu viel düngt, kann es auch sein, dass die Wurzeln der Pflanze verbrennen und das führt dann mehr oder weniger zum Tod der Pflanze. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Wurzeln sie haben und wie stark die Wurzeln sind. Aber ich würde empfehlen, weniger zu düngen und dann, wenn ihr merkt, okay, sie brauchen auch mehr Energie, dann lieber öfter zu düngen, aber halt wirklich wenig. Hier ist auch so ein Cup oben drauf, wo ihr das abmessen könnt und hinten steht auch die Menge drauf, wie viel Dünger ihr zu wie viel Wasser mixt. Philodendron-Pflanzen sind nicht so zickig, sage ich mal, was es angeht, hohe Luftfeuchtigkeit zu haben. Also sie finden es natürlich auch super mit hoher Luftfeuchtigkeit, es ist aber nicht notwendig, super hohe Luftfeuchtigkeit bei euch zu Hause zu haben. Die werden trotzdem gut wachsen, aber wenn ihr sie jetzt zum Beispiel ins Badezimmer oder so stellt, dann kann es auch sein, dass es ihr trotzdem besser geht oder so, weil es ja trotzdem tropische Pflanzen sind. Aber wie gesagt, das ist für sie nicht so notwendig, dass es ihr gut geht, sondern sie wird es auch normal bei uns jetzt in Deutschland ganz gut haben mit normaler deutschen Luftfeuchtigkeit. Genau. Und zu guter Letzt, ein super Pluspunkt für Philodendron-Pflanzen ist die super schnelle Vermehrung. Und zwar kann man super schnell Ableger schneiden und da kann man immer schauen, wo so eine kleine Luftwurzel ist. Ich schaue mal, ob ich eine finde. Hier zum Beispiel bei der Philodendron Hastatum. Auch Silver Sword genannt, weil sie so ein bisschen silbrige Blätter hat. Da kann man zum Beispiel sehen, da kann man zum Beispiel hier gut sehen oder hier oben, dass da so kleine Luftwurzeln rauskommen oder auch hier oben. Hier habe ich leider ein Blatt abgebrochen. Genau, und darunter schneidet ihr dann einfach ab, also jetzt zum Beispiel hier. Und dann könnt ihr das obere Stück in Wasser stellen und dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich wieder neue Wurzeln. Also bei Philodendron-Pflanzen klappt das wirklich immer sehr gut. Also bei mir hat es bis jetzt jedes Mal geklappt. Und wie gesagt, also Philodendron-Pflanzen sind wirklich super, super toll. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Philodendron-Pflanzen, da man sie super schnell vermehren kann und auch wirklich einfach zu pflegen sind. Deswegen sollte jeder, der Pflanzen mag, Philodendron zu Hause haben. Deswegen, Leute, kauft euch Philodendron-Pflanzen wirklich. Supi. Vor allem, wenn ihr immer wieder Ableger schneidet, habt ihr nachher so oder so viele Pflanzen zu Hause, ohne viel Geld ausgegeben zu haben. Also Leute, ich kann euch Philodendron-Pflanzen nur ans Herz legen. Und früher oder später hat man sehr viele Ableger zu Hause und kann wieder neue Pflanzen machen. Das heißt, ihr könnt sie an Freunde verschenken oder an eure Familie. Oder ihr habt einfach selber ganz viele Pflanzen zu Hause. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Button drückt. Und mir einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in meinem nächsten Video wieder einschaltet. Und ich würde sagen, bis bald.